Am Abend stand Schrikta am Fenster und sah in die Nacht heraus. Sein Blick verlor sich am Waldrand und er konnte die ganze Zeit über nur an Ciri denken. Ständig wanderten seine Gedanken wieder zu ihr zurück und er fuhr sich durch die Haare, um überhaupt wieder einen klaren Kopf zu kriegen. Wie es den beiden wohl gerade ging, wie sie sich wohl machten. Irgendwie war er total nervös, wenn Rikta daran dachte, bei wem sie gerade waren. Egal, wie sehr die zwei Mädchen auch von seiner fast plötzlichen Unschuld überzeugt waren, Dunglas konnte die Menschen gut manipulieren. Daran war er schon immer gut gewesen, also warum sollte sich das auf einmal ändern? Rikta zuckte leicht zusammen, als er jemanden am Waldrand bemerkte, der da nicht sein sollte. Ein Schatten nur, doch er erkannte sofort, wer es war, und schnell huschte er aus seinem Zimmer die Treppe herunter. Am Treppenabsatz traf er auf Iki, der sich etwas zu essen gemacht hatte. »Was ist denn los? Du siehst besorgt aus«, murmelte Iki leise und sah Rikta an. Der atmete durch und deutete auf den Garten. »Da ist jemand, der nicht hierher gehört. Ich muss mit ihm reden«, meinte er leise. Iki nickte und stellte den Teller zur Seite. »Aber ich möchte mitkommen. Du musst dich auch noch daran gewöhnen, dass wir jetzt zu eurer Gruppe dazugehören, was?« Ein Lächeln zog für ein paar Sekunden über die Lippen von Rikta und er nickte. »Ja, wenn ich ehrlich bin, muss ich mich da wirklich noch dran gewöhnen. Ist alles ein wenig merkwürdig und fremd für mich. Aber es ist in Ordnung, wenn du mitkommen willst.« Die beiden verließen das alte Anwesen und traten auf einen jungen Mann zu, der in den Schatten der Bäume stand und bisher einfach nur das Haus beobachtete. Als er Rikta bemerkte, trat er ins Mondlicht heraus und seine blasse Haut schien regelrecht zu leuchten. Iki hob eine Augenbraue hoch, denn er konnte nicht sagen, wer oder was das war. In dieser Welt gab es so viele Wesen, man konnte ja nicht einmal genau sagen, welche Rasse der Kerl überhaupt angehörte. Auf den ersten Blick hätte er sogar einen Vampir vermutet, aber gab es die überhaupt? Er hatte so viele Fragen an Rikta, aber der hatte wohl gerade andere Dinge im Kopf, und Iki beschloss lieber einfach nur den Mund zu halten und abzuwarten, wie es weiterging. Rikta sah zu der fremden Person, die nervös von einem Fuß auf dem anderen hibbelte. »Ich muss mit euch reden, Meister«, nuschelte der Junge leise. »Sehr klein, wie ein Fünfjähriger, aber das Gesicht eines Mannes über 80 Jahre.« »Wie ging das denn?« Iki konnte es kaum glauben, und schüchtern beobachtete er alles nur einfach nur. Rikta fuhr sich durch die Haare, richtete sich etwas die Brille und nickte. »Aus anderen Gründen wärst du vermutlich auch nicht hierher gekommen, oder? Ich meine, wenn du dich schon hierher traust, dann muss es wirklich etwas Wichtiges sein.« Das seltsame Wesen nickte und hüpfte dabei weiter von einem Fuß auf den anderen. Der viel zu kleine Körper steckte in einem vornehmen Anzug und auch die schwarzen Haare waren eng an den fast zu großen Kopf gekämmt. Iki konnte sich gar nicht an dem Kerl satt sehen, weil er einfach so fremd und anders wirkte als alle anderen Wesen, die er bisher kennengelernt hatte. In diesem Moment bemerkte das Wesen seine viel zu auffälligen Blicke und er plusterte sich etwas auf. »Was ist das denn für einer? Ich meine, was guckt ihr mich denn bitte so an? Kann der mal woanders hinsehen?« Schmollend wandte er sich etwas ab und Rikta sah amüsiert zu Iki. Der blickte sofort zur Seite und versuchte sich ein wenig zu beruhigen und sich zu entschuldigen. »Ich wollte nicht zu sehr hinsehen«, murmelte er leise und fühlte sich peinlich berührt. Das kleine Wesen schnaubte etwas und sah dann wieder zur Seite. »Also gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich meine, wir sind doch unter Erwachsenen und ich bin nicht hier, weil ich mich anstarren lassen wollte. Meister, wir haben eindeutige Informationen, dass seine Seele wieder aktiv geworden ist. Darum bin ich hergekommen, weil ich euch warnen wollte.« Seine gelblichen Augen blitzten ein wenig auf und Rikta wurde sofort ernst. »Seine Seele ist aktiv. Was bedeutet das? Hast du genauere Informationen?« Besorgt sah Iki zu Rikta, der offenbar ziemlich durch den Wind war und auch immer wieder mit den Lippen Worte formte, die er nicht richtig verstand. Der kleine Kerl hüpfte erneut von einem Fuß auf den anderen und er räusperte sich etwas. »Ich kann mich hier nicht so lange aufhalten, wie ihr selbst wisst, Meister. Ich muss jetzt echt wieder los und ihr wisst, was das zu bedeuten hat.« Damit verschwand er wieder im Wald und leise fluchend sah Rikta ihm nach. »Musste das denn jetzt wirklich alles auf einmal passieren?« Nach dem Zusammenbruch der jungen Frau hatte Ciri und Gwen beschlossen, sich in ihrem Zimmer zurückzuziehen und sich erst einmal schlafen zu legen. Ihn mit Xander zu sehen oder mit diesem Mädchen, irgendwie habe ich mir den Kerl wirklich anders vorgestellt. Ich dachte, er wäre irgendwie gruselig oder sowas, aber so schlimm finde ich ihn gar nicht, nuschelte Ciri leise. Gwen setzte sich auf das Bett, welches man den Mädchen zugewiesen hatte, denn sie mussten zu zweit in einem Bett schlafen, und seufzte etwas. Gwen wollte Ciri nicht alleine lassen
Und einen anderen Raum hatte man den beiden Mädchen nicht geben wollen. Sie war ebenso durcheinander wie Siri, die einen wirklichen Bösewicht erwartete und keinen netten jungen Mann, der so einfühlsam war. Leise räusperte sich Gwen und sie ließ sich in die Kissen fallen. Irgendwie hatte sie sein Verhalten selbst so nicht erwartet. »Ich habe ihn so auch noch nie kennengelernt, weißt du«, murmelte sie offen, und Siri war froh, dass Gwen endlich mehr auftaute und ihr gegenüber ehrlicher wurde. Sie setzte sich zu Gwen und nahm ihre Hand. »Ich denke, wir sollten uns einfach damit anfreunden, dass er wirklich nichts damit zu tun hat. Ihn mit Xandu zu sehen war so niedlich, und wie der kleine Fuchs ihn vermisst hat. Hast du die Augenringe von Dunglas gesehen? Ich fürchte, er hat auch nicht viel ohne seinen Fuchs geschlafen. Die beiden sind so ein süßes Paar.« Mittlerweile hatte sich Siri an das Haus beinahe gewöhnt, aber nur beinahe. Auch jetzt fühlte sie sich, als würde ihr Spiegelbild in dem Spiegel sich anders verhalten als sie. Als würden die Schatten sich bewegen und durch den Raum huschen, um sie zu beobachten. Konnte man sich hier wirklich in Ruhe unterhalten? Oder wurde von irgendwem alles belauscht? Unsicher sah sich Siri um und rutschte etwas an Gwen ran. Ich weiß nicht, wie ich hier heute Nacht schlafen soll«, nuschelte sie leise und griff nach der Hand ihrer Freundin. Diese musste doch ein wenig schmunzeln und räusperte sich leise. »Keine Sorge, das Haus hat eben ein Eigenleben. In so alten Anwesen ist das nicht selten. Sogar mein Haus hat ein Eigenleben, aber es reagiert nicht so heftig. Offenbar liebt dieses Haus dich. Es will dich beobachten und schickt alles, was es hat, damit es dir nahe sein kann.« Wimmernd lehnte sich Siri an ihre Freundin. »Könntest du es nicht irgendwie etwas unauffälliger machen? Ich habe Angst, dass sich am Ende noch die Bettdecke heute Nacht bewegt oder jemand zu uns ins Bett gekrochen kommt.« Beruhigt schüttelte Gwen den Kopf und wollte gerade etwas sagen, als Siri blass wurde und sie aus großen Augen anstarrte. »Du meinst, dein Haus kann das auch? Aber warum verändert es sich da nicht auch ständig?« Lachend drückte Gwen sie an sich und räusperte sich leise. »Also, das ist so. Häuser nehmen oft die Aura derjenigen auf, die in ihr leben. Hat ein Haus viel Böses gesehen, geht die negative Energie in die Wände über. In diesem Haus ist viel passiert. Es sind hier viele Menschen gestorben und vermutlich lebten hier auch schon viele Magier, die der dunklen Magie ergeben waren. Dadurch hat sich das Anwesen, diese dunkle Energie angenommen. In meinem Haus ist das ein wenig anders. Da ist die Aura anders und das Anwesen reagiert darum auch nicht so sehr. Menschen nehmen das auch sehr oft wahr, aber meistens behaupten sie dann, es würde spuken oder sowas in der Art. Unsinn. Es sind die Häuser selbst. Und bestimmt keine verstorbenen Seelen, die noch hier gehalten werden.« Siri sah doch ein wenig erstaunt rein, lächelte dann aber, obwohl die Sache es nicht unbedingt besser machte. Endlich ergab vieles von dem, was sie in ihrem Leben erlebt hatte, einen Sinn. Damit hatte sie wirklich nicht mehr gerechnet. Sanft lehnte sie sich an Gwen und sah aus dem Fenster. »Ich bin so neugierig auf deine Welt und auf alles, was ich noch kennenlernen darf«, flüsterte sie leise und zuckte zusammen, als sie etwas unter dem Bett hörte. »Ist das jetzt auch das Haus oder ist da wirklich was?«, wimmerte sie leise. Blinzelnd zuckte Gwen mit den Schultern, erhob sich dann und legte sich auf den Boden, um unter das Bett sehen zu können. Siri zog lieber die Beine an, damit sie nicht auch noch von irgendwas gepackt wurde und unter das Bett gezerrt wurde. Irgendwie fand Gwen das richtig niedlich, und sie griff einfach unter das Bett in die Dunkelheit, angelte das weiche Ding hervor und schmunzelte. »Ich würde sagen, das ist nur eine Katze«, grinste sie und hielt das Tier auf den Arm, welches sie sofort vor sich hinschnurrte und aus tiefen grünen Augen Siri fixierte. Diese spürte auf einmal ein seltsames Stechen direkt hinter der Stirn und ihr wurde schwindelig. Zufrieden kuschelte sich Xandu an die nackte Brust des jungen Mannes, der über seinen ebenso nackten Hintern streichelte. Der junge Fuchs spürte, wie sein Puls noch einmal raste, und er brauchte ein wenig, um nach Luft zu schnappen. Dunglas gab ihm einen festen Klaps auf den Hintern und schüttelte den Kopf. »Du bist wirklich ganz schön frech, die zwei in mein Haus mitzubringen. Darüber hatten wir nicht gesprochen. Du wolltest mit ihr reden, warum auch immer, und jetzt sowas?« Trotzdem hatte er eben die Finger nicht von Xandu lassen können, und er war einfach über ihn hergefallen. Immerhin hatte er den Kleinen doch sehr vermisst, und er war so lange alleine gewesen. Endlich war sein Xandu wieder da, und Dunglas wurde klar, dass er den Kleinen nie wieder hergeben wollte. Dieser rührte sich endlich schüchtern und setzte sich auf. »Aber wenn du mit ihnen reden willst, dann ist es nun mal nötig, dass die zwei herkommen. Siri wollte ich eigentlich gar nicht mit herbringen.
aber sie wollte mitkommen und sie ist lieb. Ich denke, sie wird noch viel lernen müssen, aber sie hat fast die gleichen Fähigkeiten wie Gwen. Jedenfalls von der Aura her. Die beiden sind sich ähnlich. Ich bin so froh, dass sie hergekommen sind. Nervös zuckte er mit den Ohren und sah schüchtern zu seinem Herrn. Wenn Douglas jetzt böse auf ihn war, dann war es doch auch nicht das, was er erreichen wollte. Alles, was er wollte, war von ihm lieb gehabt zu werden. Schüchtern lehnte sich Xandor an seinen Herrn, der ihm sanft über den Hintern streichelte. Schon gut, die beiden scheinen sich ja zu benehmen. Irgendwie hatte ich doch mehr damit gerechnet, dass Gwen gleich versucht, mich zu töten, wenn sie mich sieht. Doch sofort schüttelte Xandor den Kopf. Sowas würde sie nicht tun. Du kennst sie doch und sie ist total lieb. Sie ist nur verzweifelt. Und das sollte man verstehen. Sie hat ihren Liebsten verloren. Würde ich dich aus irgendeinem Grund verlieren, dann würde ich auch verrückt werden und alles tun, um den Mann zu töten, der dir das angetan hat. Benommen sah Douglas ihn an, musste dann aber lächeln und drückte den kleinen Kerl an seine Brust. Diese Worte von ihm zu hören taten der geschundenen Seele doch ganz gut. Lange hatte ihn niemand mehr gern gehabt. Darum war er froh, dass es so einen kleinen Kerl wie Xandor in seinem Leben gab. Endlich war da wieder jemand, der ihn mochte, so wie er war, und keine Fragen stellte. Er war einfach nur da und war lieb zu ihm. Was wollte man als Mann denn mehr? Gut, aber wenn wir jetzt klären können, dass ich nichts damit zu tun habe, ich weiß nicht, ob das viel ändern wird. Wir haben da einen Mann, der weder mir noch sonst jemandem bekannt ist, und wir müssen sehen, dass wir seine Identität herausfinden. Sonst sind die beiden ganz umsonst hierher gekommen. Xandor legte etwas den Kopf schief und sein Schweif zuckte von einer Seite auf die andere, während er, wie Gott ihn geschaffen hatte, dasaß und seinen Herrn beobachtete. Er wusste es, dass Douglas nicht so war, wie die meisten behaupteten. Der Kerl machte sich Sorgen um seine Freundin von damals. Er war kein kalter Idiot, auch wenn er manchmal sowas wie ein Idiot sein konnte. Aber er war nicht so böse, wie die Menschen es von ihm dachten. Sanft lehnte sich Xandor an ihn und kuschelte sich etwas an seine Brust. Wir finden zusammen eine Lösung, aber dafür müssen wir mit den beiden Mädchen zusammenarbeiten, anders geht es nicht. Wenn du dich immer nur gegen die zwei stellst und dich gegen sie sträubst, dann wird das alles nichts bringen. Beruhigend hob Douglas seine Hände. Entspann dich, ich habe die beiden ja aufgenommen und ich kümmere mich auch um sie. Obwohl ich neugierig bin, wer das Mädchen bei Gwen ist. Ich habe sie noch nie gesehen. Konntest du da mehr rauskriegen? Gerüchte habe ich viele gehört, aber ich glaube die wenigsten davon. Außer dir kann ich jedoch eh keinem trauen. Sofort wurde der kleine Fuchs hochrot und freudig zuckte sein Schweif. Es ehrte ihn so sehr und er war unglaublich glücklich, dass Douglas ihn so sah. Also vertraute er ihm doch. Das war ein schönes Gefühl. Und Xandor hämmerte das Herz wie wild in der Brust. Dabei gab er sogar ein leises Fiepen von sich und er wedelte weiter mit dem Schweif. Ich finde Ciri toll. Ich glaube, sie ist lieb. Und Gwen findet sie bestimmt auch nett, sonst würden die beiden nicht so viel Zeit miteinander verbringen. Und sie mag meine Ohren. Auch wenn sie mich immer für einen Kater gehalten hat, nuschelte er leise und erstattete damit auch so gut wie möglich Bericht. Was erwartete Douglas auch? Im Grunde war der Kleine doch zu süß und zu naiv, um das alles so berichten zu können, wie er es erlebt hatte. Aber genau das fand er doch auch so süß an ihm.